Wenn du eine Firma gründen willst, ein neues Projekt umsetzen, dann kann es entweder für dich bekannt sein, weil du Ähnliches schon mal gemacht hast, oder es ist völlig neu. Und dann brauchst du ein Prinzip, mit dem du auch in neuen Gebieten neue Ziele erreichen kannst. Darum geht es in diesem Video. Und zum Schluss werde ich dir noch ein Angebot machen, wie wir dich auch dabei begleiten können, dein Ziel tatsächlich zu erreichen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich war nicht immer nur Berater und Unternehmer, sondern bin am Anfang auch als Angestellter zunächst in die Wirtschaft eingetreten. In der Zwischenzeit habe ich nicht nur über 30 Unternehmen selbst gegründet, sondern auch über 2000 Unternehmen begleitet bei ihrer Gründung. Und was mir dort aufgefallen ist, dass die Prinzipien, die bei der Unternehmensgründung, bei der Umsetzung von neuen Projekten angewendet werden, grundsätzlich in allen Lebensbereichen gut funktionieren. Und darum geht es heute, um dieses Prinzip, mit dem du neue Ziele in unbekannten Gebieten auch verwirklichen und auch tatsächlich erreichen kannst. Und damit du dieses Prinzip auch wirksam verstehen kannst, habe ich dir eine Metapher mitgebracht. Eine Metapher, die tatsächlich auch Anwendung immer dann findet, wenn du beispielsweise eine Waffe findest und du möchtest mit dieser Waffe tatsächlich dein Ziel treffen. Was ist nun das Problem? Die Herausforderung bei Waffen, die dir unbekannt sind, dass du gar nicht weißt, wo die treffen, wie die treffen, denn grundsätzlich heißt es bei allen Waffen, keine schießt genau geradeaus. Und so ähnlich ist es auch bei dem Vorhaben, bei dem Ziel, dich selbstständig zu machen. Du wünschst dir zwar, dass du dich selbstständig machen willst, aber ob du tatsächlich dein Ziel erreichst, ist ungewiss, wenn es dein erstes Mal ist. Und selbst das zweite Mal, wenn es ein neues Vorhaben ist, kannst du nie genau sagen, dass du dein Ziel treffen wirst. Um also überhaupt erfolgreich zu sein, beziehungsweise in dieser Metapher herauszufinden, wie du mit dieser Waffe dein Ziel treffen kannst, brauchst du zunächst ein Ziel. Und das ist tatsächlich, was von 10 Menschen, leider 9 Menschen in der Regel, nicht haben. Sie setzen sich kein klares, schriftliches Ziel, was messbar ist, was konkret ist, was überprüfbar ist, wo eine Planung hintersteht. Und das ist auch die erste Aufgabe, wenn du also eine neue Waffe findest, erstmal zu überlegen, welches Ziel möchtest du überhaupt treffen. Was ist nun der zweite Schritt, nachdem du schriftlich oder konkret, messbar, spezifisch dein Ziel definiert hast? Der zweite Schritt ist tatsächlich, den Mut zu haben, eine Handlung durchzuführen, Kurs Ziel. Was nichts anderes bedeutet, als dass du die Waffe nimmst, wo du nicht weißt, wo die hinschießt, anlegst und Richtung Ziel Schüsse abgibst. Was bedeutet das konkret übertragen auf deine Unternehmensgründung, auf dein neues, unbekanntes Vorhaben? Es bedeutet, dass du zunächst Mut hast, etwas Neues zu machen, und zwar auch in Kauf nehmend, dass du daneben schießt, in Kauf nehmend, dass du Fehler machst und dass du nicht nach dem ersten vergeblichen Versuch aufhörst. Was bedeutet das konkret? Der Schütze schießt also Richtung Ziel, aber nicht ein Schuss, nicht zwei Schüsse, sondern mindestens 3 Schüsse, um überhaupt so viel Erfahrungspotenzial zu haben, dass durch das Messen des ersten Ergebnisses, der ersten Resultate, eine Analyse möglich ist. Das bedeutet also, der Schütze schießt 3-mal auf das Ziel und zwar immer wieder mit dem gleichen Ziel oder wir nennen das den gleichen Haltepunkt. Jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, den ganz wenig Menschen noch machen, wenn sie sich nicht getraut haben, einfach mal etwas Neues auszuprobieren und es mehrmals zu wiederholen. Der dritte Punkt ist nämlich dann die Auswertung des Ergebnisses und dabei nicht frustriert zu sein, wenn das Ziel nicht getroffen worden ist. Wir schauen also hier unser Ergebnis an. Wir haben mit der Waffe angelegt, 3 Schüsse abgegeben und die sind alle rechts oben angekommen. 1 oder 2 Uhr würde man jetzt nach dem Uhrenziffernblatt sagen. Der Lehrer in deiner Schule würde sagen, das sind aber 3 Fehler. Der Unternehmer oder der Schießlehrer würde sagen, du hast auf jeden Fall sehr gut geschossen, die Waffe scheint auch tauglich zu sein, denn du hast 3-mal in die Mitte gezielt und 3-mal hier getroffen. Das bedeutet, dass hier deine Trefferlage relativ dicht zusammen ist. Der einzige Nachteil ist, du hast noch nicht in das Ziel getroffen. Aber genau dieser dritte Punkt der Analyse, die wir jetzt durchführen, wird dir beim nächsten Schießen dabei helfen, das Ziel zu erreichen. Im vierten Schritt werden wir also deine Fehlerabweichung vom anvisierten Ziel
ausmessen. Wenn du also hier beispielsweise 30 cm oben deine Trefferlage hattest, dann bedeutet das beim nächsten Versuch, wenn du wieder mit der Waffe auf das Ziel schießen willst, dass du im gleichen Abstand nach unten deinen Haltepunkt verlegst. Sprich also, du korrigierst dein Handeln, um dann dein Ziel zu treffen. Und diese Vorgehensweise, die jeder Schütze lernt, wenn er eine neue Waffe einschießen will, hat einen Namen. Der Name dafür lautet iteratives Vorgehen. Und das bedeutet nichts anderes, dass du etwas tust, dass du es auswertest, optimierst und wiederholst. Und zwar so lange wiederholst, bis du tatsächlich das Ziel auch erreicht hast. Nun, wofür brauchst du es tatsächlich, wenn du dich gründest, neue Projekte angehen willst, ein Unternehmen aufbauen willst? Egal, ob du deinen Businessplan erstellst, wirst du feststellen in der Planungsrechnung, dass du mit den Preisen oder mit den Einkaufspreisen oder mit der Kostenkalkulation daneben liegst. Sprich also, du wirst wahrscheinlich Verluste machen. Also gilt es, die Preise zu korrigieren, die Kosten zu korrigieren, an dein Planungsmodell so lange zu bauen, bis es im Wettbewerbsvergleich tauglich ist, aber du tatsächlich unterm Strich auch davon leben kannst. Wenn du Verkaufsgespräche machst, wird das genauso sein. Du wirst sehr unwahrscheinlich beim ersten Verkaufsgespräch den perfekten Pitch haben, die perfekte Vorgehensweise, die Abschlussfrage, die immer sitzt. Auch wenn du dein Produkt entwickelst, weißt du nicht ganz genau, ob deine App, dein Portal, deine tolle Vase, dein Modell oder deine Dienstleistung, die dich so überzeugt, tatsächlich auf dem Markt auch gut ankommt. Also wirst du testen, du wirst bestimmte Vorgehensweisen an den Kunden heranbringen, Marktbefragungen machen und immer wieder Feedback einholen, um dein Produkt, deine Dienstleistung zu optimieren. Auch wenn du Kapital suchst, also dein Elevator-Pitch, dein Pitch-Deck vor Investoren hältst, wirst du Feedback kommen, optimieren, bis du tatsächlich auch die Investoren überzeugst. Und das Gleiche gilt auch für die Bankgespräche. Auch wenn du Personal suchst, Geschäftspartner suchst, Lieferanten oder Multiplikatoren, weißt du noch nicht ganz genau, wer die perfekten Multiplikatoren, wer die perfekte Bezugsgruppe ist. All das wirst du mit der Zeit iterativ testen, finden, bis du in der Lage bist, dein Ziel zu erreichen. Und selbst wenn du ins Online-Marketing gehst, deine Funnel, deine Kanalstrategie, deine Content-Strategie aufbaust, auch das wird in der Regel iterativ sein. Denn du wirst unwahrscheinlich das Wissen haben, was genau deine Zielgruppe haben möchte, was sie interessiert oder wer überhaupt deine Zielgruppe ist. All das gilt es zunächst mal mutig zu testen, zu messen und zu optimieren. Wie du also siehst, ist die gute Nachricht, dass du gar nicht alles wissen musst, wenn du dich selbstständig machst, dass du auf alles vorbereitet sein musst, dass du perfekt ausgerüstet und aufgestellt bist. Das gibt es nicht. Perfekt ist in der Regel nur etwas, was tot ist, was sich nicht weiter verändern kann. Tatsächlich ist die Natur wie auch die Wirtschaft in einem Fluss, in einem liquiden Zustand. Es verändert sich immer. Alle sind in Bewegung und es wächst oder es stirbt. Und wenn du deine Ziele erreichen möchtest, brauchst du also die Fähigkeit, den Mut, aber auch das Risiko und die Misserfolge aushalten zu können, erstmal daneben zu schießen, aber zu wissen, dass aus der Auswertung des Ergebnisses, was daneben gegangen ist, die Erkenntnis, das Fachwissen, die Weisheit resultiert, tatsächlich beim nächsten Mal das Ziel treffen zu können. Beim Schießen weiß der Schütze den Haltepunkt, aber den Haltepunkt bei 10 verschiedenen Waffen sind 10-mal anders. Das bedeutet also, Haltepunkte müssen ermittelt werden. Und so ist es auch wichtig, im Marketing, in der Unternehmensgründung, in der Produktentwicklung schnell herauszufinden, was der Kunde in deinem Markt tatsächlich braucht. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, deine Ziele tatsächlich umzusetzen, also überhaupt herauszuwissen, wie macht man Testverfahren, wie findet man heraus, was im Markt funktioniert oder wie findest du heraus, welcher Business- oder Finanzplan bei der Bank funktioniert oder wie dein Pitch-Deck Investoren überzeugt, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unser Team bei der X-Group ist breit aufgestellt. Wir haben über 30 Berater, verschiedene Experten aus allen Fachrichtungen, die wichtig sind für deine Gründung. Und entweder wir haben schon ähnliche Waffen eingeschossen, also ähnliche Geschäftsvorhaben schon auf die Bahn, auf die Strecke gebracht, umgesetzt. Oder wir helfen dir zumindest dabei, schnellstmöglich mit wenig Schüssen herauszufinden, wie du Kursziel tatsächlich auch treffen kannst. Also buche jetzt mittels des Links unterhalb des Videos dein kostenfreies Erstgespräch. Das ist unsere Investition in dich. Wir beraten dich gerne, welche Möglichkeiten es gibt, in denen wir dich unterstützen können.
Du kannst aber auch jetzt das Video liken, den Kanal abonnieren, die Glocke betätigen, dann wirst du auch in Zukunft über unsere Beiträge sofort informiert. Und ich wünsche dir viel Erfolg, zunächst mal überhaupt ein Ziel zu finden, um dann dich Richtung Kursziel auf dem Weg zu machen, und wir begleiten dich gerne dabei, schnellstmöglich das Ziel auch getroffen zu haben. Dein Daniel Schäfer.